Auf geht's, Sie sind echte Meister auf dem Board. Am Brombachsee tritt die Weltelite der Stand-Up-Paddler gegeneinander an. Hier liefern sich Amateure und Profis ein Wochenende lang spannende Rennen. Es geht um Preisgelder von mehreren tausend Euro. Auch er will's wissen. Carsten Kurmis aus München gehört in Deutschland zu den Pionieren der Stand-Up-Paddler. Er betreibt den Sport seit rund 9 Jahren. Es ist ein richtig harter Kampf. Mittendrin denkt man sich, oh mein Gott, warum mache ich das eigentlich? Das ist nur eine Plackerei. Aber wenn man durchs Ziel läuft, dann ist alles gut. Und man freut sich darauf, dass man es gemacht hat, dass man sich die Schinderei angetan hat und freut sich schon wieder aufs nächste Rennen. Rennstrecken zwischen 300 Meter und 18 Kilometer müssen die Teilnehmer je nach Disziplin zurücklegen. Es wird gepaddelt und auch gerannt. Die Teilnehmer aus Tahiti gehören zu den Favoriten, auch wenn in Bayern für sie harte Wettbewerbsbedingungen herrschen. Hier ist das Wetter deutlich kälter als bei uns zu Hause. Und so sind wir 2 Tage vorher gekommen, um uns zu akklimatisieren. Wir sind froh, dass die Sonne scheint und es nicht regnet. Gehen wir es an. Sie ist die amtierende brasilianische Meisterin im Stand-Up-Paddling. Lena Guimarães Ribeiro gehört damit zu den Top-Athleten im Starterfeld am Brombachsee. I'm so happy to be here. Ich bin so froh, hier zu sein. Es ist ein großartiges Event, ein wirklich schöner Ort. So viele gute Athleten im Starterfeld. Es ist ein Wahnsinns-Event. Mit dieser Erfahrung nach Brasilien zurückzukehren, ist toll. Klar, dass sich die Brasilianerin Chancen auf den ersten Platz bei der 18-Kilometer-Distanz morgen ausrechnet. Auch Carsten hofft auf eine gute Platzierung. Die Voraussetzungen dafür scheinen nicht schlecht zu sein. Der Wind gibt ein bisschen eine Kühlung, aber natürlich der Wind ist auch anstrengend. Gerade jetzt, wenn man dann gegen den Wind paddeln muss oder seitwärts paddeln muss, das ist schon anstrengend und ja, anspruchsvoll. Aber so soll es sein. Wettkampf soll nicht einfach sein. Und einfach wird es bestimmt nicht bei diesem starken Starterfeld. Doch wie so oft, dabei sein ist alles.